Deswegen sagt Allah Ta'ala im Koran, der Vers handelt zwar nicht unbedingt jetzt direkt darüber, aber das nennt man At-Tafsiru bil-Ishara, dass man dass man Dinge aus Versen ableitet, die man aus der Ferne verstehen kann. Ja, der Wortlaut des Verses ist nicht da, um das zu bekräftigen oder das daraus zu verstehen, im direkten Sinne. Aber man kann das mittelbar verstehen. Ich gebe euch dafür ein paar Beispiele. Allah Ta'ala sagt, At-Tafsir bil-Ishara. Allah Ta'ala sagt zum Beispiel, La yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fathi wa qatal. La yastawi minkum man anfaqa من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة عند الله ja. Nicht gleich sind jene unter euch, die vor dem Fath, mit dem Fath ist die Eroberung Mekkas gemeint, vor dem Fath ausgegeben haben, ihr Hab und Gut aufgeopfert haben und ihre Seelen aufgeopfert haben. Nicht gleich kommen jene von euch, die das vor der Eröffnung Mekkas getan haben, mit denen, die es nach der Eröffnung getan haben. Das heißt, diejenigen, die vor der Eröffnung der Eroberung Mekkas ihr Hab und Gut und ihre Seelen aufgeopfert haben, sind in ihren Rängen bei Allah Ta'ala höher als jene, die es danach gemacht haben. Ist selbstverständlich, warum, oder? Vor der Eroberung Mekkas, das waren Zeiten der Schwere, Bedrängnis, Armut, geringe Anzahl der Anhänger. Das heißt, die Aufopferungsbereitschaft war viel intensiver. Die Anstrengungen, die in Kauf genommen wurden, waren viel größer, als das nach der Eroberung Mekkas passiert. Nach der Eroberung Mekkas, das war wie eine ein Wendepunkt in der Geschichte des Islams. Aber was ich jetzt hier sagen möchte, der Tafsir bil-Ishara, das Wort Al-Fath in diesem Vers haben wir erklärt als die Eroberung Mekkas, richtig? Jene von euch kommen denen nicht gleich, jene von euch, die nach dem Fath ausgegeben haben, kommen nicht jenen gleich, die das vor dem Fath getan haben. Al-Fath ist die Eroberung Mekkas. Das Wort Al-Fath wird aber in der arabischen Sprache auch für etwas anderes verwendet, und zwar für die Anhäufung vom Rizq. Wenn dein Rizq gehäuft wird, wenn deine Ausstattung, deine finanzielle Lage verbessert wird, sagt man das nicht? Fataha Allahu alayhi für Rizq. Das heißt, Allah Ta'ala hat ihm sozusagen den Rizq geöffnet. Also ihm häufig Rizq beschert. Aus diesem Vers kann man etwas entnehmen, aber auch wenn der Vers nicht deshalb angeführt worden ist, und zwar, dass jemand, der in Bedrängnis sein Geld ausgibt, in Bedrängnis von seinem Hab und Gut gibt, ist besser als der, der von seinem Hab und Gut ausgibt, weil er davon Überschüssiges hat. Versteht ihr? Das ist eine allgemeine, pauschale Aussage. Die kann man nicht auf jede einzelne Person und jedes Individuum anwenden. Aber ich meine im Allgemeinen. Juhdu Muqil. Oder ein anderes Beispiel. Allah Ta'ala erwähnt in der Surat Al-Hadid. In der Surat Al-Hadid wird viel über das Licht gesprochen. Über das Licht. Allah Ta'ala sagt beispielsweise am Anfang der Sura, يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ. Er lässt den Tag in die Nacht eindringen. Also die Nacht existiert gerade, der Tag dringt ein und breitet sich aus. Und umgekehrt. Und die Nacht in den Tag. Dieser Prozess, das Eindringen der Nacht in den Tag und umgekehrt, ist das ein Ereignis, das abrupt geschieht, oder ein Ereignis, das Schritt für Schritt stattfindet und seine Zeit benötigt?
benötigt seine Zeit. Das Licht breitet sich nicht auf einmal aus. Es breitet sich langsam aus, bis der Tag hell erleuchtet ist. Richtig? Beachte diesen Vorgang. Dann wird in der Sura an mehreren Stellen Folgendes erwähnt. Das ist ja materielles Licht. Ich nenne es mal so, materielles Licht. Okay? Ob die Bezeichnung richtig ist, weiß ich nicht. Aber ich möchte das einfach abgrenzen von dem seelischen Licht. Der Iman und so weiter. Denn in der Sura kommt an mindestens drei Stellen, die ist dort die Rede von diesem immateriellen Licht. Der Iman im übertragenen Sinne. Er sagt zum Beispiel, danach, لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. Also er hat seine Ayat herabgesandt. Warum? Um euch aus den Dunkelheiten ins Licht zu führen. Dunkelheiten ins Licht. Dunkelheiten sind hier, die ist hier der Kufr gemeint, die Sünden, das Fehlverhalten. Und das Licht ist der Iman, das Gehorsam, die Läuterung der Seele. Jetzt können wir diese zwei Verse miteinander vergleichen oder eine Verbindung erstellen. Und zwar, dass die Läuterung der Seele oder die Ausbreitung des Lichts im Sinne des Imans, kann die abrupt passieren? Oder passiert sie abrupt? Passiert auch Schritt für Schritt. Und das ist beispielsweise ein Tafsir bil-Ishara. Und man sollte, daraus kann man Lehren entnehmen, ne? Und zwar unter anderem, wie man mit Menschen umgeht. Wie man mit Menschen umgeht, die gewisse hier und da gewisse Mängel aufweisen. Aber auf dem Weg der Besserung sind. Du kannst nicht erwarten von jemandem, dass er eine Wendung macht von einem auf den anderen Tag, in jeder Hinsicht ein Engel ist. Das geht natürlich nicht.